jetzt bin ich in Offenburg angekommen. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Philclock TV. Es geht nach Furtwangen, nach 3 Jahren Abstinenz ist es mal wieder soweit. Ach, ich freue mich wie so ein kleines Kind. Und ich bin diesmal mit dem Nachtzug gekommen. Das war sehr, sehr, sehr geil. Kein Ärger, kein Stress. Der Zug hat einfach gemacht, was er sollte. Auf dem Weg nach Furtwangen ist mir das bis Offenburg noch nie passiert, ehrlich gesagt. Also, ach ja. So. Jetzt brauche ich dringend irgendetwas zu essen. Frühstücksmäßig. Ja, das sieht so nach Bäcker aus. Da werde ich jetzt mal hinfahren. Laufen. Ich liebe es, in der Jugendherberge zu schlafen. Das ist so geil. So schön ruhig hier liegen. Man ist jeden Tag aufs Neue frisch aus dem Eiepelt. So, Freunde, und jetzt nehme ich euch mit. Es geht zur Uhrenbörse. Na, ich glaube, 3 Jahren endlich ist mal wieder soweit. So. Kling, kling, kling. Hui. Na dann. So, dieses Mal ist die Uhrenbörse in der Robert-Gerwig-Schule, wo auch die Uhrmacherschule drin ist. Bei einer Hochschule wird gebaut. Der Hauptteil der Börse ist in der Turnhalle. Und ich bin dort im Flügel, den man noch nicht sieht. Aber gleich sehen wir den sozusagen. So, jetzt sind wir am Eingang der Uhrenbörse. Hier. Im Flügel sind noch Händler, habe ich auch einen Stand. So sieht das Eingangsportal aus. Richtig schön. Dann mal rein. Gucken Sie mal hier, ein wunderschönes Ankermodell. Ist auch sehr schön. Ciao. Hallo. Hallo. Das ist wunderschön. Da sieht man immer mal wieder auch total seltene Maschinen. Wie diese, ich glaube, von Bohler ist das. Uhrmacherfräsmaschine. Wunderschön. So, jetzt kommen wir für Großunfreunde. Wenn der halt sagt, der verkauft und ist nicht weg, dann müssen wir halt auch telefonieren. Bullclock. Ja, oder das verkauft. Nee, wenn es verkauft hat, wenn du das jetzt verkaufen willst, zeigt das. Genau, genau. Das sind ja nur Abhandlungen und nächstes Jahr haben wir dann nichts. Ja. Aber ich bleibe mal und wir macht da und wenn er daher abstimmt. Ich meine, da beide, dann hat immer dran, wenn ich zu Hause bin, nicht so, werden die mal anrufen. Ja. Darf ich mal ganz kurz einschalten? Ja, 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 ja. Achso, ich bin die ganze Kita. Ja, das ist ja nicht so viel mehr an. Das ist, da ist das ein bisschen mehr, weil das, die benutzen wir für schwer Ruhe. Ist das erste Wasser, dann nehme ich den. Ja, oh, wunderschön. Du bist ja schmal, aber da kannst du nicht. Ich kann doch um die Ecke schauen. Nee, das kannst du nicht. Darum dürfen wir nie um die Ecke schauen. Oh. Thank you.
So sieht eine Konkrevglock aus, wo die Kugel das Zeitnormal ist, der Lauf der Kugel sozusagen. So. Jetzt gleich geht das gegen den Hebel. Zack. Dann geht das hier immer einen Schritt weiter. Das ist ja irre hier. Schönes IWC-Werk mit Alpenpanorama und einer Kuh, die die Minuten anzeigt. Guck mal hier, die schönsten Spindeluhren, die man sich nur vorstellen kann. Oh, was für Arbeit, mein Liebhaber. So, jetzt geht's endlich mal in die Turnhalle. Oh, hier sieht's ja scharf aus. Wunderschöne, feuervergoldete Bronzependüren. Ja, eine wunderschöne Tischuhr mit Tourbillon. Diesmal ganz toll kunstfertig gefertigt. Mit Perlage. Sehr schön Rädersatz. Wunderschön. Das ist ja toll. Vielen lieben Dank. Oh, ist das so toll gemacht. So liebevoll. Da sieht man das Hemmrad. Gucken Sie mal, jetzt gibt es hier eine ganz kleine Version von einem Tourbillon-Gangmodell zu sehen oder einer Tourbillon-Skulptur eher, würde ich sagen. Da ist auch ein 2-Euro-Stück daneben, dass man sich eine Vorstellung von der Größe machen kann. Wunderschön. Genau, und da oben die Uhr ist nochmal ein Schalter. Genau. Nee, ein Füller, so ein großes Teil ist das. So, da drückt man vorne auf den Schalter. Jetzt kommt der Power. Jetzt sieh mal hier, hier tickt das ganz wild. Das ist ja toll. Hallo. Früher hätten wir wahrscheinlich Rinderknochen. Rinderknochen? Ja. Ist das klasse. Hier, ja. Handgefertigte Zeiger aus Büffelbein. Sie fallen dort gerade eine Facette an. Ja, das, damit das Blatt 3D wird. Ja. Ja. Ich habe es oben schon geschnitzt. Oh, wunderschön. Ja, dass es 3D werden soll, aber jetzt muss halt noch hinter schleifen, dass es so richtig lebendig aussieht, wenn man so sagen. Ne? Mit einer Plattform auch entsteht, wo man sagt, okay, so sieht es in der Natur auch aus. Ne? Das sieht wirklich wunderschön aus. Ja gut, wenn jemand BH ist Begriff. Ja, klar, die berühmtesten Kuckucksuhren der Welt. Ja.
und da auch einen ziemlichen Betrag dafür hinlegt, ja, dann muss er natürlich auch richtige Zeuge haben. Oft haben sie nur Plastik drauf und dann... Na, Plastik braucht man nicht. Ja, und das ärgert einen ja dann. Ne? Ja. Das Zifferblatt mit Zeiger, das ist halt das Gesicht der Uhr. Das guckt man ja ständig an und dann wird es einen immer nerven. Ne? Wenn das nicht gut aussieht. Vielleicht brauchen Ihre Kunden auch noch. Hier wieder wunderschöne Pendülen. Den schönsten Ausführungen. Auch hier ein wunderschönes Turmuhrwerk. Ja, sogar mit Waagbalken. Ist ja irre. Das ist ja dieses Mal in der Turnhalle auch, der Robert-Gerwig-Schule. Damit der Hallenboden nicht kaputt geht, der ist ja sehr empfindlich, haben die hier extra so ein Vlies ausgelegt. Ist auch nicht schlecht. Gucken Sie mal hier, da schlagen ja die Leute auf eine Glocke. Die Bediensteten des Hauses sozusagen. Hier auch. Da gibt's noch eine Wackelaugenuhr. Sehr schön, Spezialkamera für Messen. Schauen Sie mal, jetzt bin ich beim Stand von Michael Neureiter, einer der zwei Uhrenpäpste aus Österreich. Wunderschön, hier mit Stiftengang. Wunderschön. Michael, was ist das hier für ein sehr schönes Stück? Gibt es dazu eine Geschichte? Im Wesentlichen nur die. Ich muss schlucken, damit ich runterkomme. Ja, ach, ich bitte um Verzeihung, habe ich jetzt. Ich vermute, dass es ein spätes Schmiedeeisenwerk. Ein spätes Schmiedeeisenwerk aus dem frühen 19. Jahrhundert ist, das schon mit Rotgussrädern in den drei Werken versehen ist. Das Gestell ist geschmiedet und teilweise noch verkeilt bei den Platinen, indem die Eckständer schon verschraubt sind. Das ist ein Zug der Zeit. Und dieses Werk wurde dann Ende des 19. Jahrhunderts auf den Stiftengang nach Mannhardt umgebaut. Das sieht man nicht nur an der Form des Pendels und am Stiftenrad, sondern auch an der Tatsache, dass das Lagerband für das Pendel jüngeren Datums ist. Das ist schmäler und dicker als die anderen Gestellbänder und hat eine flache Oberfläche, eine glatte Oberfläche. Das ist schon ein Flacheisen, während dem das Gestell sonst geschmiedet ist. Wunderschön. Vielen lieben Dank für die Erklärung. Ich finde auch die Art der Durchbrüche spannend. Ja, das ist ja die Schenkelung. Ja, das sind schon gegossene Rotgussräder unterwegs. Ein wunderschönes. Um die Problematik der Altersgruppe, ja. Auch sehr schönes geschmiedetes Uhrwerk. Wundervoll. Schauen Sie mal, hier eine ganz seltene Sägezahnuhr. Da schiebt man das ganze Uhrwerk hoch an dieser Zahnstange. Und dann ist es so, dass das Gewicht des Uhrwerkes sozusagen auch das Antriebsgewicht der... Genau. Ist auch sehr schön, das mal in Alt zu sehen. Wunderschön. Schauen Sie mal hier was ganz Seltenes. Das ist eine sogenannte Mysteriöse. Wunderschön auch in groß. Da ist hier oben in der Kapsel, wo das Uhrwerk drin ist, ein kleines Pendel, was im Gegensatz zu diesem ganzen Körper pendelt. Und so bekommt man diese ganze Pendelbewegung des Körpers hin. Diese Uhren sind nicht so oft anzutreffen. Vor allem nicht in dieser
Größe. Und hier noch was ganz Abgefahrenes. Das ist ein Hund, dessen Augen die Uhrzeit anzeigen. Sehen Sie mal, jetzt dreht der Verkäufer. Ah, sehen Sie. Ist das nicht abgefahren? Ist doch toll. Wunderschön. Aus Baden-Baden kommt die? Ja, wunderbar. Schon ewig nicht mehr gesehen. Freue ich mich sehr. So, schauen Sie mal, jetzt bin ich am Stand von Reinhold Flüte, dem Restaurator und dem Herrn, der aus Münsterland, glaube ich, kommt, die tollen Uhrenseminare gibt. Das ist jetzt hier ein Unitas oder ein ETA 6498 mit Genfer Streifen, Rosé vergoldet und einem sehr schönen Sonnenschliff auf Kron- und Sperrrad. Sowas gilt es ja auch immer mal wieder zu zeigen. Schauen Sie mal, Freunde von Comtrust und kommen hier auf Ihre Kosten. Irre, was es alles gibt. So, Freunde, der Rundgang über die Uhrenbörse ist damit vorbei. Ich habe denn nicht mehr so was Schönes zum Filmen gefunden. Und ich musste auch aus der Halle raus, weil es war so eine stickige Luft da drin. Und ich bin beleibt, das ist ein wirklich dicker Mensch. Und er hatte echt Probleme, das war irgendwann mir zu viel. Das hat man ja auch beim schweren Hören, am schweren Atmen von mir sicherlich mitbekommen. Das hat irrsinnigen Spaß gemacht, endlich mal wieder nach so langer Zeit auf der Börse zu sein und die Leute wieder zu sehen und so. Es war so ein Herzensding, ja. Richtig schön. Hier, guckt mal, also ich hab... Da gucken Sie mal, gucken. Ja, egal. Ich hab mir ein paar Spannzangen für meine Leine gekauft. Und ein Aufzugswellenkürzmaschinchen. Das muss ich aber ein bisschen herrichten. Da gibt's dann demnächst auch wieder mal ein schönes Uhrmacher-Werkzeug-Erklärt-Video. Da freue ich mich schon tierisch drauf. Es war wirklich schön und ich hatte richtig viel Spaß. Im nächsten Jahr, ja, werden wir mal sehen, wie sich das weiter so einpendelt mit der neuen Location. Ich denke mal, das mit der Hochschule dauert noch eine Weile. Ja. Ja, ach ja. Doch, war schön. Mit dem Film, ja, also die neue Kamera ist nicht schlecht. Ich muss aber da noch ein bisschen mit üben. Das hat man auch an ein, zwei Stellen gesehen. Da bitte ich um Verzeihung. Ja. Ich denke aber, man hat doch einen ganz guten Überblick über die Börse trotzdem erhalten. Und ich hoffe, das Video gefällt. Da würde ich mich natürlich über ein Like oder ein Abo ja sehr freuen. Auch Kommentare sind da sehr erwünscht, denn ja, Applaus ist so der Antrieb des Künstlers, oder? Ja, jetzt am Anschluss gibt es noch ein ganz kleines Bonusvideo, was zum Schmunzeln. Und wir sehen uns dann demnächst bestimmt auf meinem Kanal wieder. Ich sag schon mal, vorsichtshalber, tschüss. Guck mal, Freunde, ich bin im Gasthaus Bad und da gibt es einen ganz genialen Seifenspender. Der passte sehr zum Thema. Den muss ich euch einmal zeigen. Irre, oder? Ja, liebe Zuschauer, so sieht noch zum Abschied der Blick vom Brent aus. Das ist ja ganz in der Nähe von Furtwangen berghoch. Da gucke ich mir gerade den Sonnenuntergang an und höre die Grillen zirpen. Schöner kann's nicht sein. Oder?